Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Jöni hier und herzlich willkommen zum nächsten Resident Evil 4 Remake Let's Play. Ja, Freunde, wir sind mittlerweile angekommen im Haus der Vergeltung. Hier geht der Horror weiter, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben letzte Folge genau hier aufgehört und ich habe gesagt, ich muss meine Munition besser managen. Nicht immer hier mit Pumpgun auf irgendwelche Leute ballern und, sondern einfach auch mal mit bisschen mehr Überlegung die Gegner umbringen. Das werden wir auch machen, Leute. Ich werde es versuchen. Aber wir haben auf jeden Fall genug Munition am Start. Und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall rein. Ah! Digga! Ey! Was ist das denn, Mann? Ey! Das ist der von der letzten Folge. Der hat überlebt in der Toilette. Das ist ein Kanalscheißer. Ey! Ich sehe nur aus meinem Augenwinkel links irgend so ein Typ da. Oh mein Gott. Ey, nein, 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 nein. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja, gut. Jetzt sind wir wieder da, Leute. Ja, guck mal, das meintet ihr. Zack und Roundhouse-Kick. Und dann Messer hinterher. Bam. Genau so. Bruder, der Typ hat einfach überlebt. Ich dachte, ich habe letzte Folge gespeichert. Auf einmal haben die alle überlebt, die hier am Scheißen waren. Egal, Leute, jetzt sind wir da. Wir sind da, Leute. Ganz wichtig. Nicht schlecht. Da müssen die Nachbarn ja von Neid ablassen. Ah, guck mal. Meint, diese Eier kann man essen, ne? Ich esse jetzt mal diese Eier. Was passiert jetzt, wenn ich die esse? Benutzen. Was ist jetzt passiert? Was machen die Eier, Chat? Kriege ich noch dicke Reiher dadurch? Aha, jetzt haben wir nämlich hier die Tür auch offen. Oh, wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. Ein kleiner Schlüssel, der für irgendwo gebraucht wird. Ich werde die Folge heute leider nicht zu lange halten können, Freunde, weil ich bin gleich auf einer Filmpremiere eingeladen. Ich bin heute relativ spät dran. Deswegen, ich versuche die Folge auf jeden Fall eine halbe Stunde zu halten, aber heute werden es leider keine 40, 45 Minuten, damit ihr Bescheid wisst. Lasst wie immer jetzt den Daumen nach oben da. Fühlt den Algorithmus. Immer für den Algorithmus einen Daumen da lassen. Das ist ganz wichtig, damit das Video auch überall schön angezeigt wird. Damit jeder sieht, ey, Ernesto Valverde, der zockt Resident Evil, cooler Typ. Den müssen wir noch abonnieren. Oh, hier gibt es wieder ein Rätsel zu lösen mit... Darauf müssen wir achten. Vielleicht haben wir irgendwo was übersehen, wo uns dieses Rätsel schon gezeigt wurde. Wir müssen mal gucken, Leute. Das kann ja sein. Hier. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Zeichen. Wir sehen auf jeden Fall diese Dinger hier, aber das hat nichts damit zu tun, glaube ich. Manchmal muss man auch einfach irgendwo an die Wand gucken und dann ist das Rätsel da schon gelöst. Aber ich glaube, hier ist es nicht der Fall, oder? Oder es kann sein. Was haben wir denn hier? Oder hier die Bilder? Gucken wir mal. Ne, ich glaube, die Bilder haben damit auch nichts zu tun. Ja, wir gehen mal hoch. Was für Vibes macht bitte dieses Haus für, wie bei Resident Evil 7, oder? Und meine Damen und Herren, das war's an der Stelle. Ich hätte einfach hier speichern können, Alter. Dann wäre mir das jetzt nicht passiert am Anfang mit dem Schwanz, der mich da attackiert hat aus der Toilette. Im Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk sein teuerstes Besitztum an. Der Beitagebauer, sein feinstes Getreide. Der schmächigen Schweine, jetzt ein kräftiges Schwein. Die verarmten Alte, ihre geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und wand zufrieden. Was, Bruder? Okay. Aha, das ist der... Was? Warum kann ich das nicht... Okay. Also es geht hier nicht weiter. Wir haben ein Rätsel, was wir vor uns haben. Mein Rätsel, was wir vor uns haben, Leute. Es geht los. Ja, was wollt ihr mit mir? Der Schwein Illuminados! Guck mal, was da steht, Leute. Über meiner Kamera. Illuminados 4:3. Die Illuminaten waren hier. Okay, warte mal. Was ist denn da? Der kleine Schlüssel war einfach. Warte mal, haben wir... Ich glaube, wir hatten auch irgendwo vorhin einen Ort auch gehabt, wo man einen Schlüssel verwenden konnte. Oder beziehungsweise bei der Folge gestern. Weil hier geht es ja nirgendwo mehr weiter. So, vielleicht können wir... Toilette? Nein? Wir gucken nochmal durch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, halt's Maul. Guck mal, wer da hinten steht. Der kommt aber nicht ins Haus, oder? Nein, nein, der kommt nicht ins Haus. Der chillt nur da seine Eier. Alles gut. Oder was macht er da? Ist er lost? Dafür ist die... Dafür ist das, dafür ist das. Safe. Dafür ist das. Mach auf. Nein! Wo ist der? Ich hab die Orientierung verloren. Ey. Ey, das ist der neue Mr. X. Gebhardt, mein Name. Gebhardt. Sag mir nicht, der kommt ins Haus. Ins Haus kommt er nicht. Aha. Da steht was. Endlich Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres, denkt unserem Herrn. Ach du Sch... Wenn er reinkommt, spiel ich mit dem Reise nach Jerusalem um den Tisch.
Hat jemand einen Tischler bestellt? Ich glaube, das ist aber dafür da, dass wir den Safe hier ablenken, Leute. Jetzt ist er auf der Seite. Der Nesto geht jetzt einfach hier durch. Zack. Und haut ab. Hä? Er hat Angst vor dem Haus. Den Schlüssel brauchen wir safe für was anderes. Oh, oh, das war dumm. Ernesto, du bist dumm. Wo kommen die denn alle her? War über Ernesto. Was, Ernesto? Das ist mein Name, Don. Lass mich in Ruhe. Weil lieber, Ernesto. Warte mal, wir können noch mal gucken hier mit der scheiß Karte, Alter. Warum bevor ich mich hier... Verschossene Schublade. Händler, Schreibmaschine. Da haben wir Pistolenmunition. Guck mal, hier waren wir. Da brauchen wir auch Tür mit Insignie. Insignie ist auch hier. Wir hatten Kombinationsschloss. Und wir hatten da oben noch mal eins. Also, Zwischenziel. Da ging es nicht weiter, ne? Könnt ihr sehen, Tür mit runder Vertiefung. Da stand ja Zwischenziel. Was? Heißt das, wir müssen dahin? Warte mal, wichtige. Wir haben. Ein einfacher kleiner Schlüssel kann nur einmal verwendet werden, okay? Die Frage ist, wofür? Ja, lass uns mal kurz überlegen, Leute. Ich guck mal kurz hier unten. Digga. Was ist das so laut hier? Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, hier gibt es kein Tor mehr, oder? Ich glaube, ich bin viel zu weit zurückgegangen. Aber Leute, ich würde sagen, wir überlegen jetzt einfach mal, bevor ich jetzt hier weiter... Oh mein Gott! Digga, wo kommen die denn auf einmal alle her? Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Freunde, ich bin jetzt nochmal zurück zum Haus gerannt. Weil irgendwie kann es ja nur hier weitergehen. Wir haben ja hier zwei versteckte Wege. Und weißt du, was sein kann? Ich habe mir dieses Ding gar nicht richtig angeguckt, glaube ich. Ich glaube, das hier muss doch irgendwas damit zu tun haben. Okay, guck mal. Oh mein Gott, es ist safe, das. Ey, das ist wieder Ernesto. Da habe ich wieder zu sehr überflogen. Guck mal, da steht ja sogar in grün. Getreide, Schwein und Kind. Und jetzt lass mich raten. Da unten an diesem scheiß Ding ist Getreide, Schwein und ein Kind. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Sag ich euch so, wie es ist. Mal gucken. Oh mein Gott, wirklich Getreide... Ja, das ist das krass. Schwein und ein Kind. Oh mein Gott, Alter. Ey. Ja, okay. Aber ich war da ein bisschen aufgeregt. Kristallkugel, was soll ich mit der machen? Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Wo ist jetzt oben die Kristallkugel? Oh, ich habe einen Schatten gesehen. Ich habe den Schatten schon gesehen von dem Pisser. Alter, bin ich schlecht, ne? Ich bin zu nervös manchmal, Leute. Ich schwör auf alles. Ich hab gesagt, in die Knie schießen und dann einen Roundhouse-Kick geben, aber da gibt denn keinen Roundhouse-Kick. Egal, schieß, oder können wir irgendwas kombinieren? Was ist das denn? Rohstoffe? Herstellen? Oh, Gewehrmunition. Gewehrmunition brauche ich aber nicht. Ich brauche Dingensmunition hier. Mal herstellen. MP-Munition. MP-Munition, okay. Ja, okay, schauen wir mal nach. Aber ich glaube, jetzt kann er jetzt nur hier oben weitergehen, aber den kleinen Schlüssel haben wir immer noch nicht benötigt, ne? Aha. Kristallkugel, Rhabarber. Digga, das hört sich an wie ASMR. Digga, was ist das denn? Warte, wir müssen das jetzt irgendwie machen, dass das so passt, aber... Ey, Digga, was... Ey, haben die Macher irgendwie Langeweile gehabt? Willst du mir sagen, wir finden jetzt hier irgendwas, das die Form von diesem Kackding da hat? Warte mal, vielleicht so drehen? Ey, ich schwör alles, ich raste gleich komplett, ich schwör alles, ich werde den Controller gleich schmeißen, ne? Ey, was ist das für eine Scheiße? Jetzt, das ist es. Das ist es doch. Da. Ja. Bitte. Ja. Ja, ja. Aber vielleicht einmal komplett umdrehen? Ey. Ja!
Digga, ist das eine Scheiße gewesen, Alter. Bin ich denn jetzt hier in was im Schlafzimmer gelandet? Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum 8. Dezember. Das ist der Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Fellner zu bestellen. Aber Lord Sandlers Befehle sind absolut. Okay. Datum 30. Bewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere Lord Sandler ausgewählt. 8 weitere heute. 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Okay. Digga, ich krieg grad Angst. Digga, greift mich das Bild an. Was haben wir denn hier noch Schönes? Einen schönen heißen Hafe. Einen schönen heißen Hafe haben wir hier. Oha. Was ist das denn? Was ist da ein Schalter versteckt hinter der... hinter dem Bild? Hier noch? Ah, Insignia-Schlüssel. Insignia... Insignia-Schlüssel haben wir, let's go. Wichtig. Oh mein Gott. Um. Alter! Das ist der Undertaker, das ist der Undertaker. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Oh mein Gott, die Gabe, nein, die Gabe. Oha. Was war das denn, Bruder? Das war Spider-Man! Gabe? In meinem Blut? Was für eine Gabe, Alter? Fragen über Fragen. Dieses Kapitel wurde beendet. Wir haben dieses Kapitel geschafft. Wir speichern unseren Fortschritt und es geht weiter mit Kapitel Nummer 3. Wir sind bereit, Freunde, das Abenteuer weiter fortzusetzen. Okay. Ah, jetzt hören wir die. Ich habe das ausgestellt für euch. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One. Schon eine Süße da am Telefon, ne? Funk, was Funk? So. Was passiert, wenn wir das jetzt ziehen? Oh nein. Oh nein. Geht's auf den Dachboden. Ah, okay, geht gar nicht. Perfekt. Wir brauchen mit jemandem zu zweit. Okay, merkt euch diese Stelle. Nehmen wir jetzt den Insignia-Schlüssel. Oh mein Gott, ich krieg irgendwie Panik. Ich denke, jetzt kommt irgendwas, ne? Insignia? Lorenzo Insignia! Oh, es wird immer dunkler, merkt ihr das? Und unser guter Freund ist schon weg mit der Kettensäge. Ja, Hunde. Du auch, hm? Hey, wo Hund? Nein, hey, hilf dir mal. Hey. Mein kleiner Freund. Geili. Hey, Geili. Ey, kennt ihr noch diese Serie? Von damals auch mit diesem... Oh, der arme Alter. Scheiße. Pass auf dich auf, Kleiner. Ich werde aber richtig süß, ne? Ja, und ich tritt da selber wieder rein. Mann! Ey. Ich schwör's dir, ich hab's mit diesen Bärenfallen, ne? Ich glaube, ich brauch das langsam auf Twitch als Emote, diese scheiß Bärenfalle. Jedes Mal trete ich da rein in diese scheiß Bärenfalle. Müssen wir noch gucken, wofür wir diesen anderen kleinen Schlüssel benötigen. Wahnsinn, Alter. Ich bin wirklich der Bärenfallen-Experte, Leute. Aber warum ist das so hell hier? Okay, was haben wir hier? Gib mir mal ein bisschen Shotgun-Munition. Peseteten. Peseten haben wir noch. Die oh mein Gott, Batman ist wieder hier! The Dark Knight. Da oben ist auf jeden Fall jemand gewesen. Was sind das da für Wölfe? Au! Open the door, please. We are coming inside. Hä? Ist da nicht der Weg, wo wir... Es geht jetzt wieder zurück?
Lol. Das ist doch der Weg, wo wir hergekommen sind, Freunde. Meint ihr denn immer noch Kirschendienst hier? Meint ihr, die Kirsche ist immer noch? Das war doch der Weg, oder? Bin ich dumm? Das war safe der Weg. Da war Asrei. Meint ihr, wir können jetzt mal in die Kirche rein? Oh mein Gott! Alter! Digga, warum sind die Hunde so hässlich? Infizierte Hunde! Ah, geh weg! Oh mein Gott, was haben die für Münder? Oh mein Gott, Digga, nein, die sind infiziert, die Armen. Guck dir die mal an, Alter, was haben die für ein Gesicht? Ja, es tut mir aber leid. Ich schwör, es tut mir leid. Digga, was haben die für Gesichter bekommen, Mann? Zum Glück machen die nicht diese Geräusche, diese... Da bist du. Geht weg. Tretet in euren Bärenfallen und lasst mich in Ruhe. Digga. Mann, ich hab keine Präzision mehr. Ey, das kann man. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Was haben wir für infizierte Kailis haben wir hier? Mamma mia, Alter. Donestia, Pezzaroni, Alfagroni, Infaltini. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Peseten. Junge, Junge, Alter. Das war... Was denn gerade hier, ey? Alles kaputt gegangen. Ihr habt gesagt, die Eier kann man essen, habt ihr gesagt? Stellt etwas Gesundheit. Ah, okay. Eier stellen Gesundheit wieder her. Eier, wir brauchen Eier. Herstellen Kräuchermischung. Kräuchermischung. Eische Kräuchermischung. So, können wir nochmal was? Können wir nochmal machen? Herstellen. Ihr habt gesagt, man kann sogar auch drei kombinieren. Dann hat man, kriegt man sogar noch extra Leben und sowas, habe ich gesehen, ne? Oh mein Gott! Alter! Ey! Digga. Mensch, das ist ja an wie eine Bombe gerade. Hört ihr das? Was sind das hier für Bombengeräusche, Mann? Sag mir nicht, hier geht nur eine weitere Bombe hoch. Erste-Hilfe-Spray, super. Jawohl. Ey, die stand da gerade einfach wie Falschgeld rum. Ich habe mich so erschrocken, Leute. Ah, okay, damit die nicht durchs Fenster können. Ach so, das ist das. Ah, okay, okay. I understand. Jetzt haben wir wieder eine Granate drin, ne? Die Granaten könnten wir auch mal mitnehmen, ne? Ja, wir haben noch Blendgranaten. Alles am Start. Oh, Flintenmunition, sehr wichtig. Was ich mich jetzt frage aber, wo es jetzt hier weitergeht, Leute. Weil hier in dem Haus geht's. Vielleicht war das der Weg, mein Bruder. Es könnte der Weg gewesen sein. Warte mal. Da sind wir wieder an dem Platz, wo wir gerade waren, ne? Ah, da liegt doch was. Seidenkristall. Okay, könnten wir jetzt hier runter? Weil, genau, hier können wir eigentlich runter, wir können ja nicht lang normalerweise. Nee, da sind wir hergekommen. Da hinten sind wir hergekommen. Wir müssen mal kurz gucken auf der Karte. Dorfplatz. Verschlossene Schublade haben wir hier. Die Frage ist, wo es jetzt weitergeht. Tür mit Insigne. Ah, okay, da ist noch eine Tür mit Insigne. Okay, und die Türe ist da. Wir müssen halt irgendwie hier außen rum und dahin. Wie kommen wir denn da am besten hin? Weil da sind wir hergekommen. Das ist der Weg, wo wir hergekommen sind, genau. Müssen aber jetzt hier hin. Und zwar müsste das da hinten sein irgendwo. Ah, da. Ah, okay, die Kirchentür ist mit Insigne. Okay. Insigne. Warte mal, ja, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg dahin finden. Das sollte irgendwie klappen, oder? Wir schauen mal. Runterspringen. So. Jetzt hier irgendwie quasi... Gab es nicht hier einen Weg irgendwie, dass wir da durch konnten? Ich weiß gerade alles selber nicht mehr, Leute. Das Spiel hat schon leichte Labyrinth-Vibes gerade. Ich habe eigentlich immer gut die Orientierung, aber das ist nicht umsonst passiert, dass hier alles eingestürzt ist, Leute. Das ist einfach gewesen, damit wir uns ein Zeichen gegeben mit, ey, du musst dahin.
Und irgendwie wird es dahin gehen. Wir haben jetzt erstmal die ganzen Wölfe geholt. Dann geht's hier nicht rein. Ich habe irgendwie Angst, dass gleich noch irgendwas kommen wird. Wie kommen wir denn da rein? Aha. Auch über Räuberleiter nur. Okay, es gibt einige Stellen, das bedeutet, das Spiel wird irgendwann auch zu zweit weitergehen. Was ich sehr gut finde, oder? Die meinen damit, dass man das halt online spielen muss. Mit jemandem zu zweit. Ich glaube, das ist der Weg, ne? Das könnte der Weg sein. Oh mein Gott! Alter! Ey, ey. Er hat die mich gerade erschrocken, Alter. Verdammte Scheiße, ey. Meine Güte, ey. Oh. Was war das denn? Ist gerade der Rock hochgegangen, oder was? Ja, es muss der Weg sein. Ja, ich hab gesagt, Pump-Munition ist wichtiger. Ich versuch die zu behalten, Leute, aber... Der hat mich gerade einfach so erschrocken, der Typ auch wieder. Meine Güte. Oh, dieses Spiel, ne? Es bringt mich noch zu... Guck mal, die will mir mein Messer. Das ist mein Messer, Bruder. Zack. Let's go, haben wir. That was very important, Bane. Wir müssen echt looten, Alter. Aber bisher sind wir noch nicht gestorben in der Folge. Das ist schon mal gut. Der Kettensägen-Typ ist auch nicht da. So, jetzt gehen wir rein mit dem Infinia-Schlüssel. Lorenzo Infinia. Oh mein Gott. Das sieht gerade krank aus. Oh mein Gott, was ist das denn? Schlange! Was war das? Das ist wirklich eine Schlange. Vapor, Viper. Digga, da wirklich eine Schlange. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Einfach Schlange. Alter, was ist das hier noch mit dem Rauch und so? Man denkt, Undertaker kommt gleich. Der Typ macht mir Angst, ne? Wer ist das, frage ich mich. Wer ist dieser Typ? Jawohl, Digga. Aber nicht, dass gleich irgendein Endgegner kommt, der so viel Munition, wie er liegt. Erste Hilfe-Spray, alles. Als ob die uns jetzt gerade vorbereiten auf irgendeinen Kampf. Gott, Digga, was sind das denn für Köpfe alles hier? Illuminados 4 zu 9. Schlafe selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentren Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Junge, ist das krank hier, Alter. Ohne Scheiß. Boah. Soll mal aufhören, immer so rein. So. Oh mein Gott. Ach, da ist der Händler wieder am Start. Unser Habibi ist da. Unser Habibi. Okay, warte, lass mal kurz hier. Händlertipp, die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dir ständig Munition ausgeht, dann habe ich da was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch Rezeptur für Bolzen zuzulegen. Wir müssen jetzt was andrehen. Das ist noch nicht alles. An dem Bolzen kannst du Näherungsminen als Minen auf zusammenbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf Gegner, um sie zu explodieren. Okay. Ist eigentlich ganz geil. Meine Güte, Alter. So. Ja, wir haben einiges am Start. Ich hab neue Ware auf Lager. Komm, wirf einen Blick drauf. Wir haben 18.000 Peseten. Ich hab was Neues für dich. Wir können unser Messer reparieren. Wir können aber auch die Angriffskraft 15.000. Ist das mir eigentlich schon wichtiger? Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Kauf. Sorge. Bolzenwerfer. Sonderangebot. Boah, Digga, Angebot. Nur für kurze Zeit. 20% Rabatt. 5 Jahre Garantie. Einmal. Boah, TMP ist auch geil, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Nicht, dass du uns verarschen willst. Zielfernrohr. Erste-Hilfe-Spray. Rezeptor-Blendgranate. Also, ich bin so, ich bin ehrlich, Freunde. Wir können, schreibt's rein gerne für die nächsten Folgen. Aber ich bin erstmal dafür, dass wir mit unseren. Können erstmal verkaufen. Diese Sachen würde ich erstmal aufbewahren. Die Schlange können wir verkaufen. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Das brauchen wir alles, würde ich sagen, noch. Rohstoffe. Aber wir entscheiden, was wir brauchen es uns das erstmal noch. Verkauft die Schlange. Und jetzt können wir
Ich kaufe mir erstmal, dass die Pumpgun besser wird. Mehr Schaden, die Angriffskraft, Munitionskraft. Na. Die Anzahl auf einmal nachgeladener Schüsse steigt auf 2. Na, ich mach hier. So, den Rest bewahre ich auch, weil wir müssen jetzt nicht erstmal hier alles rausballern. Aber vielleicht können wir, wie ihr gesagt habt, das sind auch diese Aufträge, ne? Belohnung Spinell mal 4. Ja, 3 Viper verkaufen, okay. Wir müssen ihm 3 Schlangen verkaufen. Aber diese Aufgaben sind ja alles so Nebenmissionen. Das sind ja Sachen, um mal ein bisschen Loot zu kommen. Und ich will, ich habe lieber mal wirklich so Stellen auch im Spiel, wo ich nichts habe und mich irgendwie durchkämpfen muss, anstatt dass wir alles haben, versteht ihr? Ein bisschen so Überlebenskünstler-Modus. Okay. Weiter geht's. Ach du Scheiße. Da war es, Ray. Eine Kirche, das muss sie sein. Oh nein. Er meint ja diese... Machen diese Arbeiter was? Okay. Müssen Ausschau halten nach ihm. Ist hier noch irgendwo jemand? Okay, ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. War eigentlich nur einer gewesen, ne? Ich gehe jetzt sicherheitshalber nochmal hier lang. Nicht, dass wir irgendwas übersehen, auch an Loot oder sowas, ne? Weil Looten ist in dem Spiel very importante. Wenn du nichts looten, du keine Muni, du bist am Arsch. Meint ihr es einfach so offen? Was war das? Ich hab gerade irgendwas gehört, ne? Okay. Die Kirche. Verdammt. Oh Junge, hab ich mich erschrocken, Alter. Condor One, ja, die chillt da zu Hause und wir sind hier unterwegs. Und Baby Eagle? Negativ, noch nicht. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One endet. Ich wäre auch am liebsten auf ihrem Bürotisch, ey. Einfach chillen zu Hause und einfach ein paar Sachen labern. Okay, irgendwas brauchen wir da auf jeden Fall drin. Es wird auf jeden Fall nicht der Schlüssel sein, ne? Und der andere auch nicht. Da braucht man so Schlüssel wie die drei Götterkarten von Yu-Gi-Oh!, Alter. Dann machst du noch Exodia, Alter. Hol ich die ganzen Puzzleteile hier. Exodia. Der Weg ist versperrt. Er wird von jenen gehalten, die die Toten gesehen haben. Mein Gott, das soll aufhören, immer so in die Türen reinzuspritzen. Splatzen. Ah, okay, das ist so ein Schlüssel, den wir, glaube ich, einfach für jede Schatzkiste öffnen können. Ich dachte schon, da wäre gerade nichts drin, ne? Das wäre einfach auch Lachkick. Wir öffnen das Ding. Einfach nichts drin. Wow, was steht da drauf? Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Ist das Rose? Sieht gerade aus wie diese... Heißt die Rose? Ne, ich weiß gar nicht mehr, wie die eine hieß von damals. Speichern immer wichtig, Leute. Und wir spielen noch 1-2 Minuten auf entspannt. Das ist eine Falltür, ne? Sag mir nicht, da geht's weiter. Da geht bestimmt nicht runter. Ein Störenfried von Aussa ist nach dem Mädchen gekommen, schließt in der Kirche und wartet auf einen Befehl unseres Herrn. Verschließt die Kirche und versteckt die Schlüssel in der Höhle der anderen Seite des Sees. Die Kreatur wird sich der törichten Eindringlings annehmen. Was für eine Kreatur, Alter! Der See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Oh nein, der See! Freunde, der See! Geht's hier auch weiter? Ah, das ist noch eine Leiter. Jetzt ist die Frage, wo es weitergeht, ne? Da oben? Eleganter Haarschmuck, achso. Eleganter Haarschmuck. Zwillinge, das sind wieder Aufgaben. Ja, diese Aufgaben, würde ich sagen, brauchen wir aber nicht zu machen, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zuerst in diese Falltüre da müssen. Oder ob wir... Ja, okay, müssen in die Falltüre. Ja, gut, dass ich hier lang gegangen bin. Einfach für eine scheiß Blendgranate. Und jetzt geht's in die Minen Morias. Wir haben auf jeden Fall eine geile Pumpgun, die die Gegner schön ordentlich Schaden zufügen wird. Die Höhle des Löwen. Okay, doch, ich dachte, ja, geht doch nicht. Alles easy. Jetzt haben wir die... Ah, okay. Wir sind quasi durch die Tür gegangen, die gerade zu war. Lago. Leandro, Lago. Die Fiesta, y vamos de Gripo. Bye.
Und genau an dieser Stelle, wo wir das Ding in die Fresse kriegen, machen wir übermorgen bei der nächsten Folge weiter, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Es war wie immer eine sehr, sehr geile Folge. Heute leider eine etwas bisschen kürzere Folge, weil ich bin jetzt gleich noch unterwegs. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Morgen kommt WWE, wie immer. Abonnieren, liken, Instagram abchecken. Auf RNE kam heute auch ein Video auf meinem FIFA-Kanal. Könnt ihr auch gerne abchecken. Euer Ernesto ist raus. Haut rein und ciao.